Hallo, liebe Schüler. In diesem Video erfährst du, was eine antiproportionale Zuordnung ist. Wie du ja weißt, kann man bei einer proportionalen Zuordnung den Satz sagen, je mehr ich kaufe, desto mehr muss ich auch bezahlen. So, eine antiproportionale Zuordnung, da kannst du dir ganz einfach den Satz merken, je mehr ich von etwas habe, desto weniger Zeit benötige ich zum Beispiel. Also ganz einfach, je mehr ich zum Beispiel an Bauarbeitern habe, desto weniger Zeit benötigen sie zum Beispiel für den Bau eines Hauses. Oder je weniger Freunde ich habe, um mit denen eine Tafel Schokolade zu teilen, desto mehr bleibt für mich. So, jetzt schauen wir uns noch mal ein Beispiel an. Dann greifen wir das Beispiel auch mal auf mit Ihnen. Bauarbeitern. Also, ich nehme jetzt die Anzahl der Arbeiter und die Dauer in Tagen. So, dann fertige ich mal so eine Tabelle kurz an, so wie ihr sie ja bereits kennt. So. Und fangen wir mal an. Zum Beispiel, ich habe zwei Arbeiter und ich weiß, dass diese Arbeiter zum Bau eines Hauses 120 Tage benötigen. So, jetzt ist die Frage, wie viel brauchen dann vier Arbeiter, wie viel brauchen sechs und wie viel benötigen acht Arbeiter? So. Und ich weiß, je mehr Arbeiter ich habe, desto weniger Tage brauchen sie natürlich für das Haus. Gucke ich mir das Beispiel mal an. Jetzt habe ich vier, also das Doppelte wie vorher. Also ich habe die doppelte Anzahl oder mal zwei. Und dann weiß ich, wenn ich die doppelte Anzahl habe, brauchen sie auch nur die Hälfte der Tage, also 60. Jetzt gucken wir uns noch mal die Arbeiter an, die 8. Da habe ich jetzt das Vierfache. Und wenn ich die vierfache Anzahl habe, benötigen die auch nur ein Viertel der Zeit. Also geteilt durch 4. Und das sind dann 30 Tage. Und dann schauen wir uns die 6 Arbeiter nochmal an. Ausgehend von meinen 2 Arbeitern. Das ist jetzt das Dreifache. Das heißt auch, sie benötigen nur ein Drittel der Zeit. Also insgesamt 40 Tage. Also, was du dir merken kannst, ist, für eine antiproportionale Zuordnung gilt, dem Doppelten der ersten Größe entspricht die Hälfte der zweiten Größe. Also dem Doppelten
Tastengröße. Entspricht die Hälfte. Der zweiten Größe. So, das kann man natürlich jetzt auch für das Dreifache sagen. Dem Dreifachen der ersten Größe entspricht ein Drittelteil der ersten Größe. Genauso wie das Vierfache der ersten Größe entspricht ein Viertelteil der zweiten Größe. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.